Eigentlich bin ich ja ein ruhiger Typ. Ihr kennt das von meinen Videos. Ich kann aber auch anders. Und das war ein gutes Beispiel, oder das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Narzissten von Emotionen, Gefühlsausbrüchen leben. Ja? Ich war ja auch mal mit einer zusammen, ist ja kein Geheimnis. Und ja, ich war immer ruhig gemäßigt. Aber irgendwann. Irgendwann platzt auch mir die Hutschnur. Und deswegen so einem scheiß blödsinnigen Müllthema, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, aber das ging so weit, das hat die so ausgereizt, eins noch drauf und eins noch drauf, und da bin ich ausgetickt, da bin ich auch wirklich richtig laut geworden. Und sie dann so, wow, das gefällt mir, du kannst ja aus dir rausgehen, Ralf. Wow, das tönt mich an. Ich habe schon gedacht, was geht denn jetzt? Gehen wir jetzt ins Bett oder was? Aber es ging dann so weiter, dass sie das dann irgendwann verarbeitet hat, dass es Kontra gegeben hat. Sie fand das im ersten Moment gut, aber es war halt auch so, dass sie das dann gegen mich benutzt hat. Ja, dass sie dann gesagt hat, und das ist diese Art Schuldumkehr, dass sie dann gesagt hat, ja, du weißt genau, wie du immer austickst, dir darf man gar nichts sagen. Und das können sie gut. Und da lasst euch nicht beirren oder irgendwie, tappt da nicht in die Falle. Bleibt ganz cool und sagt, ja, ist mir egal. Ja, wie du meinst, ich sehe es anders. So geht's auch. Obwohl, manchmal fällt es einem schwer, ruhig zu bleiben. Ich weiß es. Okay, probiert's wenigstens. Oder nee, besser geht.